Der Schaden, der eingetreten ist, ist sicherlich dadurch eingetreten, dass sich Haus, Baum und vor allem der Grund und Boden hier nicht miteinander vertragen. Wenn es immer weiter absackt, dann werden irgendwann die Risse auch in den Häusern selber größer werden, auch nach oben hin. Wir sind ja irgendwo machtlos. Wir können nur immer, ich kann mir das nur angucken und sehen, morgen denken, oh weia. Es gibt eine gewisse Empfehlung, dass man Großbäume jeweils mit dem doppelten Kronendurchmesser vom Haus entfernt nur pflanzen sollte. Es ist zu befürchten, dass, wenn der Baum nicht entfernt wird, nach 5 Jahren der gleiche Schaden hier wieder zu sehen ist. Angefüttert. Da platzt sogar schon die Farbe. Bitte! Ach, der ist immer so ein bisschen gewachsen. Ich mach da schon gar nicht mehr hingucken. Aber jetzt ist er erstmal besser. Runterschauen, dann zum Riss und los geht's. Da reißt es schon wieder. Mal von oben nach unten. Danke. Und los geht's. Das wird immer schlimmer. Das sieht, da ist schon wieder ein neuer kleiner Riss. Das sieht nicht gut aus. Nein, nein, nein. Wir haben jeden Tag schon Angst, dass uns das Schlafzimmer wegbricht. Also das gefällt mir gar nicht. Das ist schon wieder neu. Jeden Tag im Grunde kann man gucken, was sich hier tut. Hoffentlich kommen wir gut über den Winter. Das ist eigentlich auch gar nicht. Wenn da jetzt Feuchtigkeit reinkommt, dann knallt das erst richtig auseinander. Wird auch noch breiter. Und wenn es stürmt, schlägt er gegen die Hauswand. Ja, Riesentrumpf vom Baum geworden. Ja. Schade. Ja, wird uns immer Kummer machen. Jahre. Guckst du eben. Bitte schön. Und los geht's. Wunderbar. Und jetzt mit dem Finger von oben nach unten. Perfekt. Genau, einfach nur so gucken. Super. Nochmal mit dem Finger so lang gehen. Und wegnehmen. Den Zollstock, danke. Und bitte. Das ist nicht süß.
ohne reinzukommen. In Ordnung. Und los. Ja. Genau. Und schauen. Und es geht los, bitteschön. Danke, los geht's. Danke, bitteschön. Und bitte. Der wächst schon in den Baum mit rein. Und der hat ja schon Umfang von Blattwuchs. Also die Befürchtung für die Zugehörigen ist so, dass wenn der Baum stehen bleibt, es immer wieder auftreten wird. Denn trockene Sommer werden wir immer mal kriegen. Und das wird nicht stehen bleiben, wenn da nichts gemacht wird. Und es bringt nichts zu machen, wenn der Baum nicht entfernt wird. Und dann sind wir bald pleite. Das ist die Aussage von mehreren Fachleuten. Ne? Das auf jeden Fall. Ich meine, wir haben zwar Sparkonten, gut, aber irgendwann sind die leer. Und das Problem ist immer, dass wir nicht wissen, wie es mit dem Haus weitergeht. Das kann ja durchaus sein, dass es 50.000 und beim nächsten Schaden noch mehr ist. Dann ist irgendwo eine Grenze. Naja, das ist unsere Altersvorsorge. Ja, das ne? ist es eben. Wir haben jetzt beide unsere Rente und das war unsere Altersvorsorge und ein bisschen wollten wir ja auch noch mal verreisen vielleicht. Ja, was die Stadt tut ja leider gar nichts. Was mich eben furchtbar ärgert, das ist dieses zweierlei Maß. Wenn gesunde Bäume, die verschwinden ruckzuck, wenn irgendwelche Gewerbeflächen angelegt werden, es gibt Gewerbesteuer, da fragt kein Mensch, ob der Baum gesund ist, wie groß und wie alt er ist. Wenn aber hier in Haus und Grund Schaden nehmen, dann wird um einen Baum, wir wollen ja nicht den ganzen Bimmerode absägen, dann wird um einen Baum so ein Zirkus gemacht und der Schaden geht trotzdem immer weiter, je länger die Zeit läuft. Das ist es eben. Einmal haben wir ja einen Gutachter gehabt, einen Statiker, die uns sagen, was wir machen könnten, aber immer unter der Prämisse, dass der Baum wegkommt. Viel mehr können wir ja nicht machen, das ist das Problem. Wir sind ja irgendwo machtlos. Wir können nur immer, ich kann mir das nur angucken und sehen, morgen denken, oh weia. Aber ich habe keine Möglichkeit, das aufzuhalten unter den Umständen. Das also mein Briefwechsel mit der Stadt, der ist schon recht dick geworden. Ja, ja, aber ich bekomme stimmt. auf alle meine Argumente, und die sind ja nun belegt durch Fachleute, durch Statiker, durch Wissenschaftler, immer wieder eine Absage. Der Baum bleibt stehen. Baum bleibt stehen und das Gegengutachten der Stadt, da steht dann, dass Baum-, Wasser- und Bodenverhältnisse geprüft worden sind. Aber das Stichwort Haus fehlt mir in dem Bezug. Ja, das muss ich ehrlich sagen. Also wir fühlen uns schon alleine gelassen, weil man kämpft gegen Windmühlenflügel. Und man kommt sich so ein bisschen... Das richtige Wort, ja. Ja, allein gelassen. Ja. Gibt es da eine Angst? Wenn es immer weiter absackt, dann werden irgendwann die Risse auch in den Häusern selber größer werden, auch nach oben hin. Das Ganze drückt ja praktisch nach. Das ist eben die Angst. Bis jetzt tut sich da nichts, Gott sei Dank. Bisher haben wir Glück, dass das Obergeschoss wenigstens stehen bleibt. Ja. Ne? Die Träger, die da so quer laufen, die scheinen das ganze Obere zu halten, während der Keller so wegbricht. Ne? Nur irgendwo ist da auch Schluss, wenn der Keller hat irgendwo einen Punkt, wo auch das von oben nachsackt. Das ist eben das. Und immer das Keile reinschlagen? Ist ja nur Notbehelf. Das ist ein Notbehelf. Sich da dann nochmal nahe habe, dazwischen drin, genau. Genau, so als würden wir uns gerade. Du guckst gerade auf. Das sehen wir gerade gar nicht. Wir sehen gerade nur sie.